meine Damen und Herren, wenn Sie haben eine raue und grobe Haut, dann sind Sie eine Ferse. Yeah! Begrüßen Sie in alter Frische Dirk Stermann und Christoph Grissemann! Willkommen in Österreich. Schön, dass Sie hier sind. Gott ist Gott. Nach Hause. An den Gottes Willen. Oh. Habe ich doch gleich vergessen, mein Hemd zuzumachen. Oh, ging so schnell plötzlich. Peinlicher Fehler. Oh, oh. Kaum mehr Zeit gehabt auf dem Weg aus der Garderobe hierher. Toll. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 388. Ausgabe von Willkommen Österreich. Auch heute erwarten Sie Gags, Gags, Gags und drei großartige Gäste heute in der Sendung. Zu uns kommt eine Dame, eine großartige Frau, die von hinten aussieht wie eine 17-Jährige und von vorn wie Dagmar Koller. Meine Damen und Herren, Dagmar Koller ist zu Gast. Toll, freue mich sehr. Und zum dann, vierten Mal. Zum vierten Mal hier. Boah. Und zum ersten Mal hier, und da freuen wir uns besonders. Beide haben wahrscheinlich noch, befinden sich im leichten Hangover nach der großen Diagonale-Party, wo der Film vorgestellt worden ist. Ein fantastischer Regisseur und seine Hauptdarstellerin sind hier. Der neue Film heißt Die letzte Party deines Lebens. Ein Teenie-Schocker. Stefan, eine Matura-Reise gerät völlig aus den Fugen. Kennst du nicht, du hast keine Matura. Nein. Aber das ist jedenfalls der Regisseur und die Hauptdarstellerin sind da. Dominik Hartl und Elisabeth Wawitsch. Yes. Und meine Damen und Herren, unsere Band, unsere russische Band, sie hat am Sonntag auch gewählt. Sie haben alleine, unsere Band hat 75 Stimmen abgegeben für Wladimir Putin. Aus Angst davor, beim nächsten Mal in der Pizzeria vergiftet zu werden. Hier sind Ruskaya. Toll. Was? Ich muss kurz was sagen. Was denn? Weil die Fernsehnation natürlich einerseits aufatmet, weil der Bart weg ist. Stermann wurde nur 12. beim Captain Iglo Casting. Ja. Für mich trotzdem einer der schönsten Erfolge der letzten Jahre. Ja. 13 Teilnehmer, ja. Platz 12. Ja. Nicht schlecht. Kommen wir zur Wichtigeren, meine Damen und Herren. Ich habe schon gesprochen über die Russlandwahl. Wladimir Putin, das war eine schöne demokratische Wahl, schönes demokratisches Ergebnis. Er hat fast 300% bekommen. Ja. Wir wollen da nicht nachstehen und ihm natürlich gratulieren. Österreich kann da international nicht so mithalten, was wichtige Wahlen betrifft. Bei uns das nächste in 5 Wochen die Wahl in Salzburg, die Landtagswahl in Salzburg. Da gibt es eine wunderbare, junge, sehr charismatische, sehr schöne Kandidatin der FPÖ, die Spitzenkandidatin Marlene Swatzek. Ja. Tolle Frau. Sie ist Spitzenkandidatin. Nach ihr kommen nur 5, 6 Leute, die früher bei der NPD die Fahnen gehalten haben. Ja. Aber Marlene Swatzek, tolle Frau, ich mag sie sehr. Du kennst sie ja persönlich, du warst mit ihr lange zusammen. Die Swatzi. Trotzdem gab es jetzt einen großen Eklat, weil sie ein Wahlkampffahrzeug hat, das einen Werbespruch hat für sie, der ein bisschen erinnert an eine andere große Firma. Schauen Sie mal hier, das ist das Fahrzeug, mit dem sie durch Salzburg fährt. Marlene Magmann eben. Magmann. Der Spruch kommt einem bekannt vor. Ja. Manner war not amused, wie man sagt. Und sie haben gesagt, machen Sie das nicht mehr, hören Sie sofort auf. Wir wollen nicht mehr, dass Sie mit diesen Autos durch Salzburg fahren. Marlene hat dann gesagt, sicher nicht, ich bin doch nicht blöd, Mann. Trotzdem hat die FPÖ dann irgendwann gesagt, okay, wir sehen es ein, wir machen es nicht, wir wollen keinen Ärger mit Manner haben. Das finde ich schade, weil die passen doch wirklich gut zusammen. Oder Manner und die FPÖ, gerade in Salzburg. Beide haben so braune Schichten. Das passt auch total gut eigentlich, aber... Sehr erwartbarer Witz, kaum findest Reaktion. Du? Ja, das ist irgendwie. Ja, nein, das ist quasi recht. Ja, wirklich. Ja. Das soll. Aber manchmal muss man auch die Erwartbaren sagen. Nein. Irgendwer muss es sagen. Nein, aber man muss dazu sagen, als Ehrenrettung, ein FPÖ-Sprecher hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das ist ihm sehr unangenehm. Er wollte nie Ähnlichkeiten und Verbindungen zum Manner-Konzern herstellen. Mhm. Glauben wir natürlich sofort. Das wird auch bei der nächsten Kampagne von Marlene nicht anders sein. Die wird dann so aussehen. Marlene, I'm loving it. Ja, ist auch schön, oder? Gefällt mir. Das ist interessant. Viele Politiker nutzen ja jetzt Werbeslogans und Designs von bekannten Firmen für ihre eigene Promotion. Ja, weil das sind abgeprüfte Sprüche. Ja. Und das machen jetzt viele. Zum Beispiel unser 3 Meter großer Bildungsminister, Herr Fassmann. Da war ich erstaunt, als ich seinen Bus gesehen habe. Hier. Weißer Riese. Megaminister. Schön. Oder...
auch sehr lieb, sehr rührend, sehr bezaubernd. Das, was unser lieber Bundeskanzler für eine neue Werbelinie hat, die hier nämlich Merci, dass es mich gibt. Wahnsinn, wieder wie aus dem Ei gepellt. Ne? Ja. Er ist einfach der Bestaussehendste. Man kann nicht besser aussehen als Sebastian. Aber wer hat es natürlich wieder am besten gemacht? Unser alter Kumpel. Unser alter Kumpel, der Vizekanzler. Schauen Sie, was ich auf seinem Privatfahrzeug gesehen habe. Hat sie Ente. Das ist natürlich ideal. Das ist lieb, ja. Oder? Ja, das ist nah bei den Menschen. Ja, ja. Die hat sie Ente. Die hat sie Ente. Apropos Ente, meine Damen und Herren. Viele Österreicherinnen und Österreicher hielten es zuerst für eine Ente die Meldung, dass das Krankenhaus Nord in Wien für 95.000 Euro einen Energetiker beauftragt hat, eine sogenannte einen Energieschutzring rund um das Krankenhaus zu bauen. Sehr rätselhafte Geschichte. Komische Geschichte. Das sind Steuergelder. Meine Gelder. Meine Steuergelder. Und ich darf nicht mal wählen. Ja, meine Gelder sind es. 95.000. Ja, Sie finden das viel? Ich bin selber Energetiker. Du weißt es. Man kann auf meiner Homepage. Du bist ja ein esoterischer www.dirko.de. Dirko.de? Ja, Dirko. Ich gehe mit der Wunschelroute regelmäßig durch die Stadt. Wünschel, nicht Wunschel. Wünschelroute, ja. Ja, das solltest du auf der Homepage noch ändern. Ja, ich hatte. Dirko mit der Wunschelroute. Meine Ü-Taste ist kaputt. Die Dirks Wunschelroute. Und nicht spucken, nicht spucken. Ich finde 95.000 Euro wirklich nicht viel. Also ganz ehrlich, wenn du einen wirklich funktionierenden Ring, einen Energiering machen möchtest, um ein Gebäude, um das Karma zu retten, da kostet allein schon die Tinktur aus Krötennasen über 300.000 Euro. Ja. Schau mal, das ist hier mein Energieschutzring. Das sehe ich, ja. Kostet auch 95.000 Euro. Ja. Wie dem auch sei, der Bundeskanzler reagiert jetzt auch. Er möchte die Wünschelroute schließen. Hammerwitz, oder? Ein Hammerwitz. Auch erwartbar. Es läuft. Auch wieder erwartbar. Es läuft. Na, alles ist erwartbar, was ich sage. Naja, schon. Ach ja, gut, ich meine, Esoterik, man kann es glauben oder nicht. Glauben Sie an die Sterne? An die Sterne? Naja, die sieht man ja. Ja, blöde dumme Frage. Frage, gute Antwort, ja. Oder? Nein, aber es ist wirklich so, Esoteriker sagen, viele Gebäude haben eine schlechte Aura, ja, weil viele schlecht gelaunte Bauarbeiter daran gearbeitet genau, haben. Genau, das ja, kann man ja alles sein. Ja, ja. Ja, wir lachen drüber, vielleicht ist es ja wahr, oder? Und ich glaube, dass viele Häuser und viele Gebäude in Österreich sozusagen eine karmische Aufwertung nötig hätten. Ja. Glaubst nicht? Was weiß ich, was fällt mir ein? Geburtshaus von Hitler in Braunau zum Beispiel. Na, ist ein wunderschönes Haus, bin öfter dort. Ja. Ja, aber man kann natürlich sagen, es gibt vielleicht vermutlich relativ negative Energien, die in diesem Haus wohnen. Wieso? Ja, du hast recht. Ich meine, die Braunauer selbst gehen mit dem Geburtshaus von Hitler eigentlich relativ gelassen um. In Braunau kennt dieses Gebäude jeder. Für viele Touristen ist es gar eine Sehenswürdigkeit. Nach Salzburg fahren sie auch wegen dem Mozart, sonst fahren sie nur zum Hitler. Das ist ja nichts Besonderes, das Haus. Eben, wo ist da der Unterschied? Ja. Ich glaube übrigens, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war der Konditor von Braunau, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite die wunderbar schmeckenden Hitlerkugeln verkauft. Ah, die sind gut, die sind gut. Die schmecken wirklich gut. Ja, historische Aufarbeitung ist wichtig, Stiermann. Ja, klar. Oder gerade in Österreich, wahnsinnig wichtig. Und wie kann man gute historische Aufarbeitung im ORF zum Beispiel machen? Durch Historienfilme. Ja. Richtig? Ja. Sogenannte Biopics. Ja. Oder? Und Maxi Blaha, du kennst Maxi Blaha. Ah, tolle Frau. Maxi Blaha ist einer der besten Schauspielerinnen Österreichs. Ja. Und Maxi Blaha, die großartige Schauspielerin, hat für ihre Darstellung historischer Figuren eine ganz eigene Nische gefunden. Prinzipiell interessiere ich mich sehr für historische österreichische Frauenfiguren, die unterbelichtet sind. Interessantes Hobby. Maxi Blaha wird in einem aufsehenerregenden Zweiteiler zu sehen sein, in einer Doppelrolle. Sie spielt Gräfin Gabi, die Geistesschwache, ja, und Kaiserin Stefanie, die Schwachsinnige. Ich weiß es gar nicht, wie ich von unterbelichteten Schauspielerinnen kommen soll zu der Kandidatin in der Brieflos-Show, die ich gesehen habe. Aber das geht doch ganz einfach. Ich mach's einfach. Ja. Wo sind Sie zu Hause in der Steiermark? Kapfenberg. Kapfenberg? Ja. Wie viele Kapfenberger? Da, schau, da kannst du ein Fisch steigen. Ja. Freut uns. Na, gehen wir, die warten gierig drauf, was. Ja, freilich, ne? Was die Oma gewinnt. Na, ja. Auf Wiederschauen. Da ist das Radl. Na,
Kann passieren. Kann passieren. Es ist ja auch, kompliziert. Es ist ja auch kompliziert, wenn man, genau eine Sache zu tun hat, nämlich als Kandidatin nach vorne zu treten zum Glücksrad, dann einfach mal daneben gehen. Ist ja klar. Ja. Gut, die Dame war auch etwas älter schon. Ich kann schwer schätzen, wie alt. Ich tue mich immer schwer, bei älteren Frauen zu schätzen, wie alt die eigentlich wirklich sind. Wirklich? Und das ist dann oft so, gerade wenn man Moderator ist und Gäste kommen, so wie heute auch, die schon etwas älter sind, tue ich mich dann oft schwer und kann das nicht sagen, traue mich dann auch gar nicht zu sagen, wie alt. Darum gibt es Gästeredaktionen in Fernsehsendungen. Zum Beispiel bei uns, wir haben keine Gästeredaktion, deswegen tun wir uns da schwer. Man muss aber wissen, wie alt sind die, wie heißen die, was haben die für einen Beruf. Eine Gästeredaktion gibt es zum Beispiel bei Guten Morgen Österreich. Darf ich Sie parallel dazu was fragen, ja, während bitte. Sie weiter kochen? Ja, bitte. Sie sind mittlerweile 91 Jahre jung. Wann Nein. haben Sie begonnen? Das stimmt Nein. nicht. Nein. Wo haben Sie denn das aufgeschnappt? Ich bin sagen 80. wir die Ebersteiner da. Nein, ich bin 80. 80? Ja. Erst unter Anführungszeichen. Also haben Sie noch 11 Jahre vor sich. Mann, er ist jetzt untergegangen, aber am Schluss sagt er, da allerärgste. Haben Sie ja noch 11 Jahre vor sich. Ja, ist das Allerärgste. Eleganter Rettungsversuch. Ja, ja, oder? Mittel. Ich meine, das kann schon mal passieren. Aber er ist falsch gebrieft worden. Eine Unverschämtheit. Unverschämtheit? Ja, ich meine, wir müssen uns auch entschuldigen. Wir zeigen immer so Ausschnitte, wo Kollegen vorgeführt werden, oder? Martin Ferdini ist ein beliebtes Opfer von uns. Der Martin Ferdini, Nachmittagsmoderator vom ORF, eigentlich ein sehr, sehr guter Moderator, ist im Live-Druck gewachsen. Und natürlich, hin und wieder, wenn man so viele Sendungen am Stück moderieren muss, dann passieren einem Versprecher. Ja. Ist ja selbstverständlich. Ja. Und letztens haben wir wieder einen gesehen, beziehungsweise wir dachten, es ist einer. Aber da waren wir die Blöden. Mhm. Wir dachten, Ferdini hat sich versprochen, hier in diesem Clip. Schauen Sie mal. Hausstaubmilben zählen zu den häufigsten Allergieauslösern. Und die kleinen Spinnentiere sind in allen Haushalten zu finden. Bisher war die Behandlung der Allergie nur mit einer Spritzenkur möglich. Jetzt gibt es eine neue Tablette. Meine Kollegin Pia Seiser hat nachgefragt, wie sie wirkt. Ja gut, ich meine, das klingt auf den ersten Moment irgendwie komisch, oder stolpert er da durch den Vornamen des Redakteurs? Ja, haben wir gedacht. Kann man es noch mal kurz hören? Meine Kollegin Pia Seiser hat nachgefragt, wie es wirkt. Sie lachen, aber er hat sich gar nicht versprochen. Das sind die berühmten ORF-Vierlinge, Peter, Pepa, Peas und Pia Seiser. Alle vier sind Nachmittagsreporter und Hausstaubmilben-Experten im ORF. Eben, ja. Ja. Also Entschuldigung, eben. Lieber Man muss da Kollege. Recherchieren. Ja, eben. Damit konnte man aber nicht rechnen. Nee. Konnte man nicht rechnen damit. Aha. Wir haben die Witzestrecke überstanden, jetzt was sehr Interessantes stürmen zumindest. Aus dem Verteidigungsministerium ist Folgendes bekannt geworden. In den österreichischen Kasernen und Kanzleien soll jetzt nicht nur hängen das Bild von Alexander Van der Bellen, der ja der Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheers ist, und das Bild des Verteidigungsministers Mario Kunasek. Diese Bilder hängen dort immer. Ja. Seit Jahrzehnten. Also jetzt nicht die beiden, sondern immer vom Bundespräsidenten und vom Verteidigungsminister. Genau. Und jetzt ist vom Verteidigungsministerium verlautbart worden, es soll ein drittes Bild dort hängen. Ja. Und zwar von Herrn Wolfgang Baumann. Wolfgang Baumann ist Generalsekretär im Verteidigungsministerium und er selbst hat sein Bild sozusagen rein reklamiert. Genau, er hat also gesagt, ich will dort auch hängen. Ich will dort auch hängen. In jeder Kaserne. Ja, also ein unglaublich eitles Vorhaben eigentlich, oder? Oder bist du, wenn du Generalsekretär der deutschen Bundeswehr? Ja. Zum Beispiel, ist denkbar. Ja. Würdest du dann auch? Denkbar, ja. Würdest du dann auch? Ja, doch, oder? Denkbar schon. Würdest du dann darauf bestehen, dass dein Bild in den Kasernen hängt? Natürlich. Wirklich? Ja, sicher. Na, ich finde das unfassbar eitel. Ja, es klingt das hier ist übrigens, das hier ist übrigens Wolfgang Baumann. Ja, leider geil, muss man sagen, oder? Ja. Ich meine, ja. Oder, und er will, dass auch dieses Bild ab jetzt in den Kasernen hängt. Aber warum nur in den Kasernen eigentlich? Ja, warum hängt er nicht überall in Österreich? Wir haben es auch hier. Und ich denke mir, wenn ein Mensch das will, ja, und er hat sonst nichts im Leben, ja, oder? Dann sollen wir ihn doch auch hier auf den Schreibtisch. Wir lassen ihn jetzt hier 10 Jahre am Schreibtisch. Ja, aber ganz ehrlich, mein Lieber, ich finde das Wolfgang Baumann. Ich finde das Wolfgang Baumann hier gegenüber fast ein bisschen. Darf ich mal ganz kurz? Nein, jetzt steht's gerade. Wolfgang Baumann. Ich finde das ganz ehrlich zu wenig. Also, wenn ich jetzt Wolfgang Baumann wäre und die Sendung mir gerade anschauen würde, würde ich mir denken, lieb, aber ein bisschen klein. Darum würde ich vorschlagen, wir können Wolfgang Baumann ja auch noch hier hinhängen. Das ist sehr gut. Weißt du? Das ist sehr gut. Ich find ja auch ganz ehrlich, ihn auch nicht ganz unattraktiv. Nein, es ist ein sympathisches Dutzendgesicht. Ja, schau mal.
Er hat doch auch dieses verschmitzte Lächeln. Findest du nicht, dass er ein bisschen aussieht wie Mona Lisa mit Krawatte und Stecktuch? Ja. Aber ein bisschen und er erinnert mich, weißt du, woran er mich auch ein bisschen erinnert? An wen? Ich weiß nicht, ist das in deinem Supermarkt auch so? In meinem Supermarkt ist immer, wenn du reinkommst, ist so eine Galerie von den Mitarbeitern. Hier bedient und sie. Und er sieht exakt aus wie Herr Alfred von der Wursttheke in meinem Supermarkt. Das mag ich. Wolfgang Baumann. Guter Mann. Ja. Why not? Generalsekretär im Verteidigungsministerium. Ja. Und Herr Baumann. Von uns haben Sie das Versprechen, 10 Jahre hier am Schreibtisch und auf den Wänden, oder? Ja, natürlich. Viele wollen ihn ich hängen haben ihn. Sehen. Gut. Viele sagen auch, nein, dass er nein, höher nein. hängen soll. Was? Nein, Entschuldigung. Morgen, ich freue mich schon auf das Bild von Norbert Hofer in den Railchats in der ÖBB. Ja, ja, ich fahre auch erst wieder, wenn eins hängt. Ja. Morgen, meine Damen und Herren, die gute Nachricht endlich mal. Morgen ist Frühlingsanfang, aber der Winter bleibt noch immer hart und unnachgiebig. Schauen Sie aus dem Fenster, Sie sehen es ja selbst. Wäre der Winter ein Mann, er wäre Innenminister. Mehr zum Innenminister wissen Maschek. Und alle ausländischen Schüler, die wir dabei erwischen, wenn sie von einem österreichischen Kind abschreiben, sind zu bestrafen mit 2 Wochen Karzer bei Wasser und Schweinefleisch. Ja. Zwecks Abschreckung. Gut, gibt es eine Frage, Sie vom ORF vielleicht? Ja, auf das Letzte möchte ich gar nicht eingehen, aber meine Frage wäre, hat der Innenminister eine Äquidistanz zu seinen Beamten? Möchte ich vielleicht kurz antworten als Bildungsminister? Ja, der Herr Innenminister hat eine sehr große Äquidistanz. Sie kennen das Wort Equus Equi, das Pferd. Er pflegt Distanz zum Pferd. How come? Es ist so, wir haben früher gemeinsam einen Ferialjob gehabt. Ich als Student, er als Schüler. So, liebe Musiker, es stellt sich gar mal vor bei den Kindern. Ich bin Thomas Brezina. Mein Name ist Heinz Fassmann. Ich bin Student und komme mir etwas alt vor hier. Wer? Herbert Kicki, antwortet. Was ist, Kleiner? Wer zweimal nicht antwortet, was bekommt der vom Abergugti? Pferdestrafe! Richtig. Und der Lange kann gleich mitgehen, weil der war aus dem Tag. Oh je. Pferdestrafe. Da werden beide Delinquenten in ein Pferdekostüm hineingesteckt und der Vordermann bekommt vorher noch Zwiebelsuppe. Weil dann macht es... Oh je, oh je, es tut mir leid. Es tut mir leid, Herbert. Es kommt... Heinz, bitte, immer, halt dich zurück. Was soll ich tun? Es kommt immer raus. Also, der Innenminister hat also eine Pferdephobie. Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das haben schon wieder linke Staatskünstler hier einfach Fake News-mäßig erfunden. Ja, wir haben ganz andere Probleme hier bei der Polizei. Es gibt nämlich eine Fake-Polizeitruppe, die haben wir jetzt ausfindig gemacht. Ja, da gibt es Menschen, die tun so, als wären sie Polizisten und verbreiten links-linkes Gedankengut. Es wird jetzt eine Razzia geben mit meinen Männern, wird das passieren, ja. So, komm weiter, da drinnen drehen sie gerade ihr Ding. Ja. Komm, Gustav 2. Nicht so schnell, Gustav 1. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Okay, haben es gleich da. So. Haben wir nichts gemerkt, haben wir nichts gemerkt. 1, 2, 3. Und Action! Hände hoch! So! Zugriff! Da haben wir Sie, Frau Major Bibi Fellner. Und, Sie heißen ja gar nicht Oberstleutnant Eisler. Ja, da machen wir gleich ein Foto für die Verbrecherkarte. Tu die Grüffel weg, erst da! Hör auf zum Schnaufen. Also, was sagst du zu deiner Entschuldigung, Was sagst du zu deiner Entschuldigung? Ja, das könnte schon mal vorgekommen sein, wenn im Drehbuch gestanden ist, der Täter ist ein afghanischer Flüchtling, habe ich das durchgestrichen und hingeschrieben, ein norwegischer Austauschstudent mit blauen Augen und blonden Haaren. Ich hab's ja nur gut gemeint. Herr Innenminister, freue mich sehr, dass Sie hier die Polizeischauspielschule besuchen. Wir sind sehr alle gut. bereit. Und haben wie ist das Casting gelaufen? Haben wir einen neuen Tatort-Kommissar? Selbstverständlich. Da steht er. Sehr gut. Hallo, ich wäre gerne der neue Kommissar. Ich habe alles hier blau bezogen bereits. Ja. Sehr gut, haben wir im Innenministerium auch gemacht, alles blau bezogen. Wunderbar, ja. Ich habe sehr großes schauspielerisches Talent, wie Sie hören können. Wollen Sie sich einen Keks dazu verdienen noch? Ja, sehr gerne, bitte hierher. Eine Dann sehr sagen Sie bitte nie was außer dem, was ich ins Drehbuch geschrieben habe. Ich sage nur das, was Sie in das Drehbuch hineingeschrieben haben. Ich werde für Rechts und Ordnung sorgen. Sehr brav. Gut, wunderbar. Wir haben einen neuen österreichischen Tatort-Kommissar und jetzt noch eine persönliche Rache. Das ist meine Spezialität. Der Innenminister hätte das gerne. So. Was ist jetzt diese Pferdestrafe? Jo, also, Sie wollten ja, dass es eine Pferdestrafe gibt. Wir haben das Original-Pferdekostüm im Fundus noch gefunden. Ja, dann haben wir vorne die Frau Major Bibi Fellner hingegeben. Die spült den Kopf und hat eine Zwiebelsuppe bereits gefressen. Hinten ist der Oberstleutnant Moritz Eisner. Ja, Sie können schon losreiten. Sind schon beide unten drin. Hüt!
Es tut mir leid, ich kann es nicht mehr halten. Bitte, ich nicht mehr Bibi, halten. Bibi, nicht. Na, oh. Maschek. Meine, vielen Dank, Maschek. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute in der 388. Ausgabe von Willkommen Österreich. Drei Menschen, die das kulturelle Leben Österreichs reicher gemacht haben. Zu uns kommen Dagmar Koller, Dominik Hartl und Elisabeth Wabitsch. Und was die drei eventuell miteinander verbindet, hat der liebe Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Der gemeine Teenager mag ja seine Medienkost am liebsten roh bis blutig. Das Schlitzen und Schlachten braucht er zur Erholung vom WhatsAppen. Am schönsten ist es, wenn diverse Horrormutationen im Highschool-Milieu selbst wüten. Stichwort Rache für den Klassennerd. Die Amis haben uns die Angstlustnummer mit den Screams in der Nacht ein paar Jahrzehnte vorgehüpft. Und seit ein paar Jahren gibt's das also auch bei uns. Zum Beispiel von Regisseur Dominik Hartl, genreauffällig geworden durch seinen Almrausch-Beuschelreißer Der Angriff der Lederhosen-Zombies. Hartl erfreut nun alle Matura-Party-Crasher mit seinem neuen, gut gelaunten Feel-Bad-Movie Die letzte Party deines Lebens. Die Hauptrolle der verängstigten besten Freundin im, eh schon wissen, knallbunt düsteren Summer of Hate gibt Shootingstar und Max Ophüls-Preisträgerin Elisabeth Wabitsch. Ob man aus sowas auch ein Musical oder kein Grusical machen könnte? Wenn ja, dann muss die Grand Dame des Genres darin die Beine schwingen. Dagmar Koller ist und bleibt unsere Frau fürs Frohe. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben sie alle gelesen, nämlich an die alten Bücher von Dagmar Koller, Die Kunst, eine Frau zu sein. Jetzt fängt es erst richtig an. Und das hier auch zum Beispiel, Tanz mit mir. Ich habe schon solche Entzugserscheinungen. Ich habe diese Bücher teilweise viermal in der Badewanne gelesen. Und endlich ist jetzt ein neues Buch da von der Meisterin. Und das ist wirklich das Schönste eigentlich bis jetzt, oder? Es sieht aus wie ein Bildband, den könnte auch Andy Warhol gestaltet haben. Ja, Goldene Zeiten heißt das neue Buch und es ist wirklich fantastisch. Sehr intime Einblicke. Ich würde sagen, die alten tun wir weg. Oder wir sprechen übers Neue. Übers Neue, ja. Ja, übers Neue, ja. Ja, gut, ja. Jetzt kommt sie gleich zu uns, gell? Hm. Wer kommt denn? Dagmar Koller! Dagmar Koller! Dagmar Koller! Dagmar Koller! Bitte, liebe Dagmar, der erste Platz ist für dich reserviert. Wie immer. Wie immer. Danke. Bitte schön. Danke schön, dem Publikum. Danke. Ach, Dagmar. Was mach ich denn mit meinem Alter hier, du? Ja, du bist jetzt 91. Absolut. Also nein, entschuldige, nein, entschuldige. 98 Jahre alt. Nein, du bist natürlich. Ich kann ja kaum sehen. Du schaust fantastisch aus. Du warst das letzte Mal vor 3 Jahren bei uns. Wirklich? War das nur 3 Jahre her? Ich glaube ja, du warst insgesamt dreimal. Ich habe das Gefühl, du sitzt hier seit 10 Jahren eigentlich. Du schaust fantastisch aus. Ich danke dir. Ist das die Sonne Portugals? Ist das die Sonne Portugals, die dich so frisch hält? Es regnet dort und donnert und blitzt. Gott sei Dank, mein Buch ist das. Das Buch ist fantastisch. Das Buch ist Hast du es noch gar nicht gesehen? Oh, ein bisschen schon, das aber nur Buch ist wirklich, aber es ist wirklich aber sehr, sehr schön. Es nur, wenn ich Zeit habe in der Nacht. Und ich glaube, heute ist, der Autor ist auch da. Der Autor ist da? Ja, dann machen wir wieder zu. Der Autor ganz ist da, und zwar Michael so Balgavi. Ja. Hat das Buch auch gestaltet? Alles er alleine gemacht, denn ich habe ja nicht Zeit. Er verbringt sehr viel Zeit an deiner Seite. Aus Köln. Aus Köln, weil du... Ich dachte, Dirk, das wird dir Freude machen. Wie war es mit den deutschen Kollegen dort? Wir haben gutes Bier. Gutes Bier? Ja. Warst du betrunken? Wie immer. Apropos. Ja, wir haben entweder Gin oder Wodka für dich. Ich bin jetzt schon wie Mom Gin, auf Gin. Auf Gin. Aber ich habe vorher Wodka ein bisschen getrunken. Ja. Aber du bist doch, ich dachte, du bist von Wodka weg. Und, ja, und weil es ist irgendwo schon langweilig. Ja, mein Gott, langweilig, ja. Der halbe Liter Wodka wird den Gin auch nicht kaputt machen, den du jetzt zu dir nimmst. Oh, du sitzt so nahe. Dagmar. Um Gottes Willen, ich habe mir meinen Auto so nahe gesetzt. Das muss ich ja wirklich... Dagmar! Hier ist der Gin. Na du, man hört schon schlechter, wenn man älter ist. Wie war denn die Zusammenstellung mit deinem... Foto mir herhalten?
Da ist er wieder drauf. Bitte, ich möchte dich da drauf haben. Lass uns doch über das Buch reden. Es ist so fantastisch. Es ist wirklich cool. Ich glaube auch, dass es grandios ist. Es ist sehr viel, sehr viel, sehr Privates. Was ist da drin, was in den anderen drei Büchern, nur drei Büchern, ja, nicht drin steht? Es ist so viel drin, dass ich selbst nicht mehr folgen kann, weil es so vieles ist, was man von mir nicht kennt und nicht weiß. Und aus diesem Grund bin ich so nervös, wenn jemand das Buch nur in die Hand nimmt, weil da sind Dinge drin, die ich selbst... Bilder zum Beispiel Cliff Richard, Larry Hagman, du hast die Großen und Berühmten dieser Welt getroffen. Das sind ja nur, das sind Lady Di zum Beispiel. Da ist aber Häupl ist hier drin. Häupl? Häupl? Ja. Wählst du eigentlich immer noch SPÖ? Was ist das jetzt, wählen? bist du jetzt... Ich wähle, was mir Spaß macht. Ja. Zum Beispiel Richard Gere gefällt mir immer noch. Und der ist nicht mehr jung. Aber wo steht der am Wahlzettel? Ist der, kann man den in Simmering wählen? Wo liegt denn Simmering? Ja. Wien ist das weiß der Weltstar-Koller nicht. Ich habe ein Foto. Aber ich muss sagen, Simmering kenne ich sehr gut, weil dort habe ich angefangen. Ja. Dort habe ich das erste Mal meine Heimat in Österreich entdeckt, in Wien. Ja, aber du warst, das war Simmering. Du bist Geiltalerin. Du bist in Kärnten naja, geboren. Das ist ja, man muss ja, wenn man Dagmar Koller heißt, da aus Geiltal kommen. Nicht? Warum? Ja. Und es war, ich habe ein herzzerreißendes, Dagmar, ich habe ein herzzerreißendes Foto gesehen. Da ist die Dagmar im Teenager, 14 würde ich sagen, etwa, ja, mit sehr interessanten Sandalen, Schnürsandalen. Ja, schon anders, gell? Ja, und diese Sandalen haben wir dann ein bisschen später, auch eine Fotografie aus dem Buch, als du schon Balletttänzerin warst, wieder entdeckt. Waren das deine Privatschuhe, die du an der Volksoper damals dann anziehen musstest? Also ich würde sagen, ich hatte immer schon... irgendwie das Gefühl, man muss es irgendwie in komischen Mustern nach oben zumachen. Und aha, schau, das geht schon bis zum Knie und dann geht es ja weiter bis zum Oberschenkel und dann wollen wir noch nicht darüber weiter reden. Ja, genau. Ja. Und noch weiter. Das wisst ihr ja nicht, was da dann kommt, oder? Ich trinke auf euch, ja? Ja. Danke, auf dich. Wer hat dir eigentlich am meisten beigebracht? Also wir haben so das Gefühl gehabt, als wir das durchgeblättert haben. Nein, nicht sexuell. Nicht sexuell. Das trinkst du immer vorm Frühstück, das ist Gin. Ich habe mich doch draußen schon gestärkt. Boah. Der war denn so lieb von euch beiden. Ja. Gebe ich dir noch für die Reise dann mit? Vor allem, da ist die... Das ist aber wirklich, aber das ist wirklich hart hier. Sag mal, in diesem Buch ist auch ein wahnsinnig tolles Foto von Zara Leander. Und Zara Leander, mit der hast du ganz viel zu tun gehabt. Wir zeigen jetzt das Foto mal. Zara Leander. Ja. Und du bist das rechts daneben, links daneben ist irgendein Mann, den man nicht mehr kennt. Da war das wirklich Zara Leander, die zu mir gesagt hat, sing dich nicht stundenlang ein, komm zu mir herüber. Daraufhin habe ich ganz demütig bin ich zu ihr hinübergegangen in ihre Garderobe, weil ich habe immer auf Zara eingesungen, dass die Stimme richtig groß rauskommt, ohne Mikrofone damals. Und dann kam ich zu ihr und dann hatte sie ein Glas Wasser, so wie du heute, lieber Dirk, gehabt. Und habe gesagt, komm, mach einen Schluck. Und ich mache einen Schluck. Ich habe ihn gerade noch runtergekriegt und dann habe ich nur mehr kaum gestöhnt und dann ist gesagt, wirst du sehen, heute wird die Vorstellung gut laufen. Das heißt, Frau Leander war sehr Alkohol... Die hat bis oben ein Wodka-Glas gehabt. Wirklich? Also wirklich bis oben. Wie siehst du das eigentlich, die Promis, die du getroffen hast, von Nina Hagen bis aber Robert... Aber Zara hat mir wirklich dann geholfen. Ich bin dann raus auf die Bühne und so eine lockere Vorstellung habe ich noch nie gespielt. Ja. Und seither trinke ich gerne einen Schluck Wodka. Jetzt bin ich auf Gin umgestiegen, weil ich im Alter der Mom aus England bin und die war vor dem 100. auch auf Gin. Gin, ja, ja. Sag mal, ja, das fand ich sehr schön. Das ist auch sehr schön. Helmut Lohner, lass mich jetzt mal Dagmar. Helmut Lohner mit Dagmar Koller und die Unterzeichnung. Dagmar, bitte? Du hast was verloren? Was hast du? Beinahe bei euch, ich bin kriechend zu euch hereingekommen. Ja, das erwarten wir von allen Gästen. Wir haben am Boden gesucht, ein Ohrring da, ein unechter Ohrring aus Los Angeles aus dem Jahre 64. Wow. Wer hat denn so schöne Ohrringe, wie ich heute anhabe? Und das ist... So. Und ihr seid auch... Hier, das finde ich eine sehr schöne Fotografie von deinem Freund Helmut Lohner, war ja, mit dir befreundet. Ja, und die Unterschrift finde ich auch so schön. Es ist auch so textsicher, dieses Buch. Helmut Lohner steht da nach seiner Frage, ob ich gute Schinkenfleckerln machen ja, kann. Ja, das war die erste. Das finde ich sehr schön. Die erste Frage auf der Probe mit ihm war, na du Gott sei Dank, du kommst aus Österreich, war Fair Lady Probe im Zürcher Opernhaus. Und das erste, was er gesagt hat, kannst Schinkenfleckerln machen?
Ich habe ihn groß angeschaut und habe gesagt, es tut mir leid, ich kann es nicht. Aber wir haben uns sehr gut zusammengespielt. Wie war dein Verhältnis zu Lady Di? Extrem berührend. Sie war nicht nur zauberhaft, sie war wirklich eine tolle Frau. Ja. Tolle Frau. Hat dich ihr Tod bewegt? Ja, sehr. Ja. Da gibt es ja Karikaturen, dass ich nicht einmal mehr ein Hemdchen mehr anziehen konnte, weil ich so fertig war, dass Lady Di tot ist. Es gibt Karikaturen? Immer wieder, Gott sei Dank. Ich habe gestern im deutschen Fernsehen eine Dame auftreten, ein Herr ist aufgetreten als Dagmar Koller. Ich konnte nicht mehr sprechen vor Lachen. Das weil hat ich gesehen, Matze Knopf. Ja, er war ja so toll. Mit der mit deiner Frisur aufgetreten ist. Er war, und ich habe meine Frisur nicht hingekriegt, weil ich sie heute Nacht geschnitten habe. Selber. Du schneidest dir selbst die Haare? Alles. Mit Spiegel oder wie? Wie machst du das dann? Also wie geht das tatsächlich? Ich frage mich das. Du schneidest auch selber. Aber deine Sendung hatte um 19 Uhr begonnen. Das kann ich dir erst ab 22 Uhr erzählen, wie ich das mache. Aha. Wieso ist das auch nicht? Ist das auch, ist das auch nicht jugendfrei? Auch nicht jugendfrei, oder wie? Ja, da ist geil. Stermann ist geil. Das ist nur interessant, was ihr zu erzählen habt. Aber ganz kurz noch einmal. Dagmar. Ganz kurz noch einmal zu Wodka. Du und hast wirklich diese Ausstrahlung. Ich habe sie gesehen. Welche? Dein Körper ist wirklich in Ordnung. Von dir freut mich das zu hören. Stimmt auch. Sie hat recht. Sie hat recht, ja. Aber sag mal ganz kurz noch mal zurück zum Wodka und Zara Leander. Stimmt die Geschichte, dass du mit Zara Leander gearbeitet hast und sie irgendwann auf der Bühne umgefallen ist, ohnmächtig war und dann kam jemand und hat ihr ein großes Glas Wodka gegeben? Ich. Du? Ja. Und dann stand sie wieder und hat ganz normal weitergemacht? Ja, aber sie war dann trotzdem eine Woche krank. Es war ganz schlimm für das Theater an der Liebe Dagmar, wenn ich dich fragen darf. Aber jetzt möchte ich dir ein Kompliment machen. Danke, ist lieb von dir. Ich muss dir wirklich sagen, jetzt bin ich wirklich das vierte Mal hier. Ja. Aber du wirst nie älter. Ja, das stimmt. Das ist mein Geheimnis. Wie, bitte? Ja. Sag es uns, sag es uns allen. Nein, das kann ich dir nach der Sendung um 22 Uhr sagen. Aber bitte. Sag es uns. Naja, es ist so, Alkohol hat mein Leben gerettet. Mit ein bisschen 4-Tage-Bart oder nein, ich bin, das ist sehr lieb von dir, ich nehme das Kompliment gerne an, aber natürlich geht's mir wie jedem von uns, auch ich werde älter. Nein. Wie alt schätzt du mich eigentlich, liebe Dagi? 51. Exakt. Aber ist das nicht das schönste Kompliment? Ja. Dass man in seinem Alter angekommen ist. Das ist echt toll, ja. Keiner hat mich noch auf 51 geschätzt. Hast du eigentlich schon mal, weil wir lieben ja deine Tipps auch ein bisschen und wir reden darüber öfter. Machst du das jetzt auch so? Weil sie hat das mal gesagt, dass man immer sich Butter auf die Lippen schmieren soll. Hast du immer Butter auf den Lippen? Ja, auch heute. Ist es fürs Küssen nicht irgendwie ein bisschen komisch? Ist es Rama oder ist es was? Ich würde gerne mehr küssen, das sage ich dir. Das ist wirklich, das bringt was, das Küssen. Ja. Für die Muskulatur oder für die Emotion? Ja, für die Emotion. Emotion. Das Küssen, ist auch viel wichtiger als der schnöde Sex. Sind wir uns ehrlich? Ich habe das vergessen, was das ist. Ja. Ich auch. Aber Hauptsache Butter auf die Lippen. Ich bin jetzt. Kann Butter auf den Lippen Sex ersetzen? Eine Dame hier, die dieses Buch herausgebracht hat. Ja. Dieses Buch ist fantastisch. Es heißt Goldene Zeiten. Das Tolle ist, es sind auch private Briefe, die Helmut Zilk. Das muss ich diesem Autor wirklich sagen, dass er es geschafft hat, dass ich mich so wohl gefühlt habe in dieser Arbeit, in dieser Zeit, dass ich gesagt habe, dann gebe ich was preis, was ich noch nie gemacht habe. Einen Liebesbrief von meinem Mann. Und das ist wirklich toll. Wir alle kennen Helmut Zilk ja doch. Und als, sagen wir mal, relativ. Das ist in dem Buch drin. Und wenn man den liest, möchte man eigentlich weinen. Oder man macht, weil es so schön ist, aber es ist vorbei. Oder man macht diese Zeit nach. Darf ich das mal kurz vorlesen? Was Helmut Zilk, was Helmut Zilk doch damals, was Helmut Zilk damals, wann war das denn? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat erst der Briefkopf der Bürgermeister, also sozusagen Dienstbriefpapier. Der Bürgermeister. Was der Helmut damals geschrieben hat, war Folgendes. Und das ist wirklich sehr schön. Liebes, das Leben läuft uns zwischen den Fingern davon. Ich habe Angst, es überholt mich bald. Deshalb brauche ich jede Minute mit dir und für dich. So lass mich am Vorabend der Abreise, also schon jetzt, meinen Geburtstagswunsch sagen, bleibe noch lange meine so großartige, gütige und liebe Frau. Ich bin dir für jede Sekunde unseres Beisammenseins so dankbar, möchte keine Sekunde versäumen. Vielleicht erhört mich der liebe Gott. Du mögest immer so leuchten wie diese Brosche. Immer dein Helmut.
Das ist doch toll, willst oder? Man hat diese sensible Seite von Helmut Zink überhaupt nicht gekannt. Nein, und willst du, dass ich jetzt weine, weil das ist wirklich so... Nein, Dagmar. Ich bin doch nervös und ja, ich bin doch Dagmar. Ein fühlender Mensch, der ich weiß sehr es. Sensibel ist. Brauchst du Hilfe? Soll ich kommen? Nein. Ja. Aber das ist wirklich... Ja. Das Dagmar. Ist wirklich so schön und ich verstehe es auch. Dagmar, es ist nein, doch ein Dagmar. Brief. Dagmar! Oh, komm. Dagmar. Ein tolles Buch, ist jetzt ganz neu am Markt, glaube ich, oder? Danke dir. Du bist wirklich immer jung geblieben. Danke dir, meine Liebe. Für immer jung. Danke, das ist so lieb, ja, die Dagmar. So lieb, ja. Liebe Dagmar, gehst du gerne ins Kino immer noch eigentlich? Wenig, leider. Warum eigentlich? Du als Kulturinteressierte? Naja, aber ich habe wenig Zeit und ich habe einfach zu viel zu verantworten. Und, was denn? Ja, mich vor allem. Und das ist nicht leicht, ehrlich. Seid mal einen Tag Dagmar Koller, dann werdet ihr sehen, ja, wie beschissen das ist. Meine Damen und Herren, danke Dagmar. Dankeschön. Du bleibst ja noch bei uns. Darf ich dich bitten, jetzt kommen der Regisseur und die Hauptdarstellerin des Films Die letzte Party deines Lebens. Hier sind Dominik Hartl und Elisabeth Wabitsch. Jawohl. Elisabeth Wabitsch, Dominik Hartl. Nehmt doch Platz, bitte. Wirklich, so, was wollt ihr trinken? Eine Tasse, eine Wolfgang Baumann-Tasse wäre noch frei. Ich hätte gern. Baumann? Gin oder Wasser oder Wein? Am Wein. Sehr, sehr gerne. Und mein du, Gott, Dominik? Seid ihr alle brav. Ich nehme auch einen Wein. Aus aber es gibt, Hefe, es gibt kein Hefe mehr. Doch, aber es gibt doch schon, hier ist nur Wasser drin, das kann man ja. Seid ihr noch in Partystimmung von der Diagonale in Graz oder seid ihr schon halbwegs nüchtern wieder? Wir kommen überhaupt gerade von der Bewerbungstour für den Film. Also wir haben jetzt eine Woche durchgemacht eigentlich. Ja. Wir haben die Großdiskos der Provinz in Österreich echt jetzt? Kennengelernt in den letzten Jahren. Weil ihr so ein junges Team seid? Weil wir ein junges Publikum haben. Das heißt, du bist mit dem Film Die letzte Party deines Lebens natürlich ganz klar auch auf das junge Publikum losgegangen. Es wird sich wahrscheinlich kein 70-Jähriger außer Dagmar Koller diesen Film anschauen. Ja. Weil es geht um eine Matura-Reise, die vollkommen ausartet. Es kommen viele von der Matura-Reise nicht mehr zurück, weil Morde passieren. Habe ich das richtig zusammengefasst? Perfekt. Es ist ein Horrorschocker, kann man das sagen? Und ihr habt gedreht in Kroatien zusammen mit 4.000 Statisten, soweit ich weiß. 5.000. 5.000 Statisten. Wussten die, dass sie Teil des Films sind? Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja. Ihr habt versucht, es zu erklären, aber... Die kommen nach Hause und sagen, Mama, du glaubst nicht, was passiert ist. Da sind ganz viele umgebracht worden. Ich war es nicht von nichts. Ich war es nicht. Nein, aber man nützt natürlich auch diese 5.000 Menschen, die dort sind, um zu feiern, als Statisten für den eigenen Film. Genau so. Man muss sie nicht als Komparsen bezahlen. Wir wollten ja auch diese Stimmung dort einfangen, die Partystimmung, und deswegen sind wir da einfach rein und haben versucht. Aber ganz kurz nochmal jetzt so, wenn man sich das vorstellt, man weiß ja, wie die sind, 5.000 Leute, die betrunken sind, eine Woche lang und nur Party machen. Eben, deswegen die Frage an Elisabeth, war das nicht grässlich, die Dreharbeiten? Na, eigentlich war es ziemlich lustig. Sie kommen dann her und kramen vielleicht an, aber das echt? Ist ja... Echt? Und hast du... Hat sich was abgespielt? Nein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Spaß macht. Stell dir vor, als Alte bin ich dazwischen unter diesen die jungen Leuten. Ja. Aber Dagmar, entschuldige, du hast in Portugal eine Hacienda, eine große, wo du ganz alleine bist. Du bist doch nicht diejenige, die in Kroatien unter 5.000 verrückt gewordenen Jugendlichen wohlfühlt. Ja, aber wenn so schöne Menschen wie die beiden dort sind, sitze ich ja schon zwischen du denen. Du sagst wohl zu jedem, dass er schön ist. Irgendwie langsam kann ich das Kompliment nicht. Das hat gar keinen Wert mehr. Ja. Es war tatsächlich so, dass die wussten oft wirklich nicht, dass wir gerade drehen. Und dann steht Elisabeth zum Beispiel mit einer Kollegin dort und die Kamera läuft schon und plötzlich kommt jemand her und fängt mir so zum Reden. Wirklich? Übrigens, wir drehen eigentlich gerade. Und war das nie so, dass ihr irgendwann sagen musstet, okay, alle 5.000 ganz kurz mal nur 2 Stunden, totale, komplette Ruhe, wir brauchen, oder? Nur Ton. Genau das haben wir eben nicht hinkriegt. Also das waren quasi unsere verschärften Bedingungen, war die Lautstärke natürlich und dass wir diese Party nie unterbrechen durften. Sie mussten einfach ihren Spaß haben dort.
weil sonst wären wir da, glaube ich, sehr schnell rausgehaut worden. Der Michi Ostrowski musste die mal bespaßen über einen längeren Zeitraum. Ja. Michi Ostrowski spielt einen Animateur. Genau, und der wurde auch wiederholt und dann hat er denselben Schmäh dreimal gebracht auf der Bühne. Vor die Leute schon gepfiffen Leuten. Und geworfen. Kämmer schon, das hast du schon gesagt, du Arschloch. Doan, ja, genau. Ja. Wir haben jetzt schon relativ viel geredet. Ein kurzer Eindruck gibt uns der Trailer des Films Die letzte Party deines Lebens. Ihr habt jetzt die Schuhe hinter euch und den Ernst des Lebens vor euch. Es wird die legendärste Party eines Lebens. Mercedes 8B vom Realgymnasium Keimgasse. Ja. Und du bist für Freunde Lexi. Lexi, Name ist Programm. Du, das soll mal kämpfen für die fetten Kinder, so woanders. Für heute Abend. Was ist das? Jesse? Leute, habt ihr die Jessica gesehen? Schon im Bett nachgeschaut? Bin mit Punkt, Punkt, Punkt und Rubin, macht euch keine Sorgen, sondern die Kondome nicht ausgehen, zwinkers mal. Ficken! Wir müssen da weg. Ja, wir sind auf einer scheiß Insel. Die Polizei hat den Fährbetrieb eingestellt, vorläufig. Aber der Luke ist doch eh gestern Abend noch nach Hause gefahren. Ja, gestern war kein Platz mehr. Hallo? Die letzte Party deines Lebens. Ab übermorgen in österreichischen Kinos. Und Leute, die den Film bereits gesehen haben, attestieren dem Film eine äußerst glaubwürdige Jugendsprache auch. Was ist sozusagen Jugendsprache? Was unterscheidet deine Sprache von meiner? Ich bin Bims da. 51 Jahre alt. Ibims, ja. Ibims. Ibims, was heißt das? Ich bims. Aber was, warum sagt ihr ich bims? Ich habe es nie verstanden. Weil das ist normal. Das ist total cool. Das ist urcool, ja. Und was noch? Was gibt es noch für Beispiele? Welche Beispiele kommen im Film vor? Sagt man noch Ur eigentlich? Oder ist Ur schon Urgeschiss? Ur kommt sehr viel vor. Ja, schon. Ja. Euder ist sowas wie Bachelor, oder? Ja. Ja, sowas wie das Gleiche. Ja. Magister. Ja, wie waren die Dreharbeiten für dich? Also top. Aber stell dir vor, wenn das mein Enkel wäre, was ich für Freude hätte mit ihm. Ja, bist du? Oh, ich hätte auch eine große Freude mit dir. Ja. Ich habe selber tolle Oma, aber... Wirklich, also, du wärst echt spaßig. Oh. Don't call her Oma. Bist du traurig, dass du... Das sagt man, nein, das sagt man vielleicht gar nicht mehr Oma, sondern... das sagt man... Dagmar. Dagi. Ja. Ja. Ja, was gibt es ein Oma-Wort auch? Eude. 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 Wahrscheinlich Eude. Eude, ja, auch... Wem ist Eude? Die Freundin, die Eude. Ha? Die Eude ist die Freundin. Ja, aber das ist nicht despektierlich, wenn man sagt, meine Eude ist gerade mit einem anderen im Zimmer. Ja, komm. Was heißt das? Meine Oma ist gerade mit dem anderen im Zimmer. Alles verwirrende Zeit. Liebe Elisabeth, ganz kurz zu dir. Du bist Max. Ich rede jetzt mit Elisabeth, liebe Dank. Die Elisabeth ist eine ausgezeichnete Jungschauspielerin. Du bist Max Ophüls Preisträgerin. Alles für den anderen Film. Für den Film genau. 17. Genau. Wie ist der liebe Dominik eigentlich auf dich aufmerksam geworden? Ich bin zum Casting eingeladen worden. Nein, schon durch 17. Also so. 17 war schon für mich auch, wie auf dich gekommen. Ja, aber 17 war ja auch gerade erst. Das ist ja auch noch nicht lange her. Ihr habt das gedreht 2015, glaube ich, 17? Ja, und genau vor einem Jahr ist es rausgekommen. Genau, genau. Wenn das meine Enkelin heute wäre, würde ich schon schauen, dass ein italienischer Film wie Ingrid Bergman ist ja so entdeckt worden. Schau dir das an, das Gesicht. Schönes Guck Gesicht. Guck dir das an. Ja, ja. Aber ich habe auch ein schönes Gesicht. Und ich wurde übrigens gefragt, ob ich bei dem Film mitspiele, Dominik. Du schaust verschämt auf den Boden. Und bin dann, wir haben 2 Wochen gearbeitet, wurde nie mehr wieder angerufen. Er hat großkotzig immer gesagt, ich drehe dann bald in Kroatien. Ja, ich drehe dann bald in Kroatien. Wurde aber nicht mehr angerufen. Aber du musst doch schon dazu sagen, was das für eine Rolle war. Der Arzt. Es hätte eine Rolle geben sollen von einem Arzt vor Ort, der... Ja. Drogen an die Jugendlichen gibt, im Gegenzug für Höschen. Für gebrauchte Höschen. Wer wäre dafür besser geeignet als ich? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Film ist fantastisch, sagen die, die ihn gesehen haben. Der Angriff der Lederhosen-Zombies war deine erste Regung sozusagen. Mein zweiter. Der zweite, okay, was war der erste? Beautiful Girl hieß der erste. Warum das war ein Teenager-Drama, so Coming of Age, mit Jana McKinnon in der Hauptrolle. Und dann kamen die Lederhosen-Zombies. Und der Film ist jetzt so die unheilige Verbindung aus den beiden. Okay, aber warum sind immer sozusagen Teenager im Zentrum deiner Filme? Keine Ahnung. Also es sind nur die beiden eigentlich. Ich kann das beantworten, warum immer Teenager.
Jede Zeit hat ihre Zeit und das ist seine Zeit. Ja, aber er ist ja kein Teenager mehr. Na ja, gut, aber wenn wir Filme machen, dann muss er schon was können. Ja, das ist ja eine andere Frage. Ein Teenager kann noch keinen Film machen, aber er weiß genau, wie er diese Filme heute macht mit Teenagern. Wir wissen ja sogar nicht mehr, wie die heute ticken. Ja. Das ist die offizielle Erklärung ab jetzt. Ja. Danke. Elisabeth, du hast jetzt, das ist jetzt natürlich irre, innerhalb von so kurzer Zeit, quasi Max-Ophüls-Preis, der erste Film, der jetzt wieder, du studierst trotzdem noch immer Jus. Ja. Was ist das Ziel? Willst du die erste quasi Schauspielerin mit Jus-Abschluss werden? Oder? Entschuldige, es ist unhöflich, dass ich hier SMS über meinen Fleischhauer meldet sich gerade. Ich kann schon wieder, du, ich könnte schon wieder beantworten. Ja, aber ich frage sie mal ganz kurz. Wirst du jetzt quasi, in 5 Jahren sehe ich dich dann eher vor Gericht in einem Scheidungsprozess oder auf der Leinwand als Anwältin? Auf der Leinwand auf jeden Fall. Das heißt, du hast Blut geleckt, was das Schauspielgewerbe betrifft. Ja. Aber es ist natürlich auch ein Dschungel, sich da durchzukämpfen. Es gibt ja viele, gerade in Österreich, viele junge Schauspielerinnen, die fantastisch sind. Oder? Ja, klar. Ja, doch. Ja, ja. Für die Kleinheit des Landes hat Österreich doch irrsinnig gute Schauspieler und auch Regisseure. Planst du nach Deutschland zu gehen? Ja, dabei sprechen noch zu viel Dialekt für Deutschland. Ja, eben, allerdings, ja. Ich verstehe kein Wort, wenn du sprichst, aber bitte. Aber wie ist das? Also, Entschuldige, Dagmar, du zeigst schon wieder auf. Ja. Bitte, Dagmar. Bitte. Ich würde das beantworten. Du brauchst heute, ohne Anwalt kannst du überhaupt nichts mehr machen. Die würde ich gern holen und sagen, jetzt klagst du diese Zeitung. Welche das Zeitung? Ist ja eine Schweinerei, was die geschrieben haben, wenn sie Anwältin wird. Ach so, du meinst und du kannst ja ohne Anwalt nicht heute... Aber sie wird keine Anwältin. Ah, nicht? Sie wird Schauspielerin. Schön. Ja, finde ich auch. Das sind auch die Eltern. Sie wird keine Anwältin. Sie wird Schauspielerin. Mama, Papa, hört zu. Ja, genau. Sie wird keine Anwältin. Monatlichen Aufwendungen deiner Eltern ab jetzt gestrichen. Ingrid Bergmann habe ich ja schon vorausgegeben. Also ja, übrigens geht, lese ich hier gerade, für die Romy auch nominiert in der Kategorie Bester Nachwuchs. Genau, ja. Stell dir vor. Wer ist noch mit nominiert? Die Marie-Luise Stockinger und die Julia Richter. Nachwuchs. Sicher auch gut, nie gehört. Sie beide sicher aber, sehr gut auch. Ja. Liebe Elisabeth, ganz kurz noch, ist Dagmar Koller, weil hier eine Ikone des Unterhaltungsbusiness bei uns ist. Dagmar, ich rede jetzt. Ist Dagmar Koller, liebe Elisabeth, ist Dagmar Koller für dich, weil Dagmar auch eine, bitte, eine großartige Schauspielerin ist ein Vorbild für dich? Sag jetzt nichts Falsches. Ja, jede großartige Schauspielerin ist ein Vorbild, oder? Jede großartige Schauspielerin, ja, aber ob Dagmar Koller ein Vorbild ist für dich, weil ich nicht. Oh je, ich habe... Ja, Hast du eigentlich mal hast du schauspielerisch auch Hauptrollen gespielt in Filmen? Sehr Hauptrollen? Sehr viele. Wirklich? Ja. Was war das? Weißes Rössel und sowas? Nein, Gräfin Mariza, Zardesfürstin, Paganini. Aber das waren das als Operetten, dachte ich. Abenteuer eines Sommers, das war schon mit wem etwas, hast du da gespielt? Habicht hieß der damals. Habicht? Habicht, ja. Ich weiß nicht einmal mehr seinen Vornamen. Ein Bild von einem Mann. Ja. Herr Habicht. Hast du mit hässlichen Menschen in deinem Leben irgendwann mal was zu tun gehabt? Jürgen Habicht heißt übrigens heute Jürgen Vogel. Ne? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der hässlich für mich ist. Ja. Das ist ein schönes Wort. Das ist ein schönes Das ist die große Dagmar Koller, wie ich sie kenne. Kaufen Sie, nein, das darf ich nicht sagen, lesen Sie dieses Buch. Wie süß es die ist, beiden sind. Also ja. Ich liebe dich ja, du weißt. Ich liebe dich auch, Dagmar. Und ich liebe deinen Vater. Den liebe ich auch sehr. Und seinen Großvater und den Urgroßvater. Ich liebe das Land, Dagmar. Ich liebe die Welt, ich liebe das Leben. Bitte, ich muss die Sendung beenden, so schön es war. Lesen Sie das Buch, schauen Sie sich den Film Die letzte Party meines Lebens an. Vielen Dank für den großartigen Besuch. Liebe Elisabeth, danke Dominik, danke Dagmar. Das war's in der nächsten Ausgabe von Willkommen in Österreich. Paulus Manka und seine Psychotherapeutin. Nein, nicht seine. Eine Psychotherapeutin. Eine. Martina Leibowitz-Mühlberger, das war's für heute. Vielen Ciao, Dank danke für den Besuch. Dankeschön, macht es gut. Я все детство о ней мечтал, вырезал из журналов картинки. Я на парте ее рисовал, а не думал во время линейки. Как надеялся я, как ждал, но она так и не появлялась. И казалось мне, что она просто надо мной издевалась. И ушел я в запой, беспощадный запой, и не думал,
думал о ней уже несколько дней. И вот только тогда неожиданно вдруг у меня появилась она. Everybody, борода, у меня появилась она. Музыки, борода, борода, бакенбарды. Ой, слава Богу, было пора, борода.